Wunderschönen guten Tag, meine Freunde. AppRevenue ist hier wieder am Start. Zwar mit dem nächsten Spiel hier, ein wenig düster, der Mond hier. Ja, er nennt sich Dark Hill, die App. Und wir wollen einfach mal direkt reingucken. Mal den Play-Button auch ordentlich drücken hier, dass da auch was passiert. Ja, in Dark Hill geht es eigentlich darum, ihr habt hier so eine kleine Kanone und irgendwie müsst ihr hier diese Mannequin ringsherum abschießen. Was irgendwie nicht so ganz einfach ist. Und das erfolgt natürlich in Wellenform. Ganz schön brutal, wa? Und jetzt machen sie mich auch schon direkt hier einmal fertig. Knallen also alle durch den Wind weg. Irgendwen übersehen? Ja, ich glaube, das wären eindeutig zu viele von meinen Gottesanbetern hier, die sich hier definitiv opfern und mich mit in den Tod reißen. Back to Main Menü. Ja, und somit haben wir eigentlich schon das große Problem und kommen eigentlich nicht direkt weiter. So, Menü gibt es hier erstmal direkt nicht mehr. Gucken wir nochmal direkt rein hier. Mach mal an da. Jetzt los. Oh, mal ein bisschen Lautstärke runterfahren, sonst versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Was haben wir denn hier unter Einstellungen, was ich hier vielleicht noch nicht so ganz beachtet habe? Upgrade Points kann man also irgendwie bekommen. Da habe ich 0 von. Shield Power 0 von 30, ganz, ganz klar. Ich habe also noch nichts. Ich habe gerade hier das Spiel das erste Mal angefangen, wenn man es so will. Und weiß noch nicht so direkt, was ich hier so eigentlich machen soll. Ich weiß, ich muss diese Typen hier davon abhalten, meine Kanone irgendwie kaputt zu machen. Aber warum und wieso das Ganze so ist und warum ich hier auch diese Typen nicht mehr erreiche, haben wir denn hier eigentlich? Ja, ich habe hier auch Mine irgendwie, kann ich auch nicht drauf zugreifen. Ich weiß auch nicht direkt, was ich wirklich da machen soll. Das wird wahrscheinlich eines der großen Probleme sein. Ich kann da alles drücken, so wie ich möchte. Und fange eigentlich immer wieder bei 0 an. Ich habe nichts, gar nichts. Also wirklich nichts. Ich habe hier oben die Wellenanzahl 1 von 20. Ich scheitere ja schon bei den ersten paar Leuten. Das ist ja das große Problem. Nicht direkt verstanden jetzt, warum das hier so funktioniert, wirklich. Hier, du triffst die auch nicht mal richtig. Vielleicht ist mein Display einfach nur zu klein, auch möglich. Dass es für größere Displays ausgelegt wäre. So dass man auch mal direkt erkennen kann, was denn hier so Phase ist. Den Hubschrauber treffe ich natürlich gar nicht erst. Also bleibe ich direkt hier auf normalem Beschuss auf der Erde. So, und so langsam kommen wir jetzt mal hier klar. Aber wir sind immer noch nicht durch mit der ersten Welle. Eine Minute muss ich noch überleben. Sollte ich das schaffen? Im Moment sieht es ja ganz danach aus, als wäre der Schwierigkeitsgrad abgerutscht. Denke ich jetzt mal. Weil ich habe schon ein paar Spiele hintereinander verloren. Und am Anfang fand ich, kam noch viel mehr von diesen Typen. Jetzt im Moment habe ich es schon geschafft, die ein bisschen auf Distanz zu halten. Guck doch mal hier, wie das funktioniert auf einmal. Noch 22 Sekunden und ich könnte es eventuell schaffen. Kommt schon. Noch 15, 10, 11. 10, 11, Quatsch, eigentlich runtergezählt, ja. So, da haben wir auch die erste Runde überstanden. Welle Nummer 2. Da wird gar keine Pause gemacht, wie ich das so sehe. Hier wird direkt gewertet, wie lange du überlebst. Last Man Standing oder Last Cannon Standing im Moment hier. Unglaublich. Für zwischendurch natürlich auch mal eine super Abwechslung. Was kommt denn hier an? Gerüste, Skelette, Zombies. Ich weiß gar nicht, was das hier alles sein soll.
Ja, haben wir. So, wir sind also Welle 2. Immer hier kommt schon wieder so ein kriechendes Vieh an. Fühle mich hier bei Apokalypse Now relativ unwohl. Die haben alle keine Beine mehr, wenn ich das so richtig sehe. Ich meine, die haben sowieso alle keine Beine mehr, wenn ich mit denen fertig bin. Aber gut ist auch, dass euch hier die Munition nicht so schnell ausgeht und ihr einfach drauf losquatzen könnt hier, bis die Kanone nicht mehr kann. Aber das passiert selbst hier nicht mal. Witzigerweise ist es wirklich so, ihr könnt schießen, also kostet euch hier auch keine Munition. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber kommt schon wieder das kriechende Vieh an hier oben. Am Anfang hatte ich echt Zielprobleme. Dadurch, dass ich dachte, mein Touchscreen ist hier nicht mehr geeicht, aber doch, man sollte es kaum glauben. Es liegt nicht am Touchscreen. Oh, Leute, Alter, zweite Welle, was soll ich denn mal erst in der 20. Runde machen, Freunde? Das ist ja hier Wahnsinn. Huhuhu. Bin doch gleich weg hier geballert. Die 18 Sekunden stehe ich auch nicht mehr durch. Unglaublich. Mal sehen, ob ich es doch noch schaffe. Das war es auch schon. Da hat es mich direkt zerrissen. Und ja, mal gucken, wie es denn so vorangeht. Ja, das ist aber auch relativ uninteressant dabei. Und ja, die App gibt es kostenlos im Play Store. Und den Link packe ich euch natürlich in die Beschreibung rein. Jetzt habe ich natürlich hier irgendwie nichts bei gerissen. Ich habe immer noch keine Upgrade Points. Woher soll ich denn wissen, wo ich die Punkte denn jetzt herbekomme? Ärgerlich. Naja, gut. Ist ein wenig kompliziert hier. Jetzt kommen sie auch gleich wieder hier in Scharen angerannt. Und wir sind hier leider irgendwie, komme ich hier nicht so ganz weiter. Leider überfordert mich dieses jetzt hier, da ich immer noch nicht weiß, wie ich jetzt an meine Upgrade Points rankomme. Wenn ich jetzt hier auf die Kanone drücke, passiert natürlich auch nicht. Ach hier, die zerhebeln doch hier gerade meinen vorderen Lauf. Da ich bin ja anscheinend irgendwo auf so einem fremden Planeten, wo mich hier alle Leute der Welt nicht mögen. Und man sollte vielleicht sagen, nicht der Welt, sondern des Universums. Denn hier kommen ja Viehzeuge an, das ist ja witzig. Vorhin hatte ich auch eine Blindwerbung hier von Dead Space 3 Uncut. Fand ich ja ein bisschen schizophren. Das ist die 2D-Version aller GTA 2 von Dead Space im Moment. Das Einzige, was gut läuft, ist die Kanone. Und zwar, die läuft nicht heiß, die läuft wunderbar. Das Flakgeschoss ballert hier, was das Zeug hält. Aber was soll ich dazu großartig sagen? Es kommt halt nicht viel bei raus. Weil ich nicht weiß, wie man gradet. Wie gradet man denn hier ab? Witzig. Vielleicht ist das auch Sinn und Zweck des Spiels, hier einfach nur irgendwas zu treffen. Was weiß ich. Kann ich wirklich nicht genau sagen. Aber definitiv krasser als Resident Evil 6, wenn man das so sieht. Grafisch aufgelöst. Und für kostenlos, da darf man natürlich auch nicht meckern, das ist natürlich mit Werbeeinblendung finanziert. Aber ansonsten auch eigentlich keine schlechte Idee, wenn ich auch nicht direkt am Anfang weiß, woran es liegt, dass ich keine Punkte bekomme. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Ich bin schon wieder bei Welle 2 und werde eigentlich gleich sehen, wie lange ich sie überstehe. Da kommen diese Viecher hier wieder an. Bin ja mal gespannt, wenn Welle 2 und 1 schon so krass sind, was kommt denn dann erst bei raus, wenn wir bei Welle 3, 4, 5 bis 20 sind. Ja, und somit kann ich hier oben auf Kanone gehen. Da passiert natürlich nichts. Ach, gucke. Alles klar, ich nehme alles wieder zurück. Habe ich gerade richtig gesehen, dass ich jetzt... Jetzt funktioniert es auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe zwar nicht abgegradet, jedoch habe ich gerade irgendwie meine Kanone anscheinend gewechselt. Ja, das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr gut. Ja, wunderbar. Was willst du denn mehr? Also jetzt haben wir schon so eine Art Granatwerfer hier dabei. Der räumt schon ein bisschen mehr auf, muss man mal sagen, als das normale MG. Hier werkelt doch irgendwer.
Jetzt weiß ich nicht, ob mir der Hubschrauber, ist der eigentlich auf meiner Seite? Bringt der mir hier? So weit bin ich noch nicht durchgestiegen. Da hier auch nirgendwo steht, wie viel ich von diesen Granaten habe, habe ich jetzt schon wieder anscheinend verloren. Und krieg bestimmt auch wieder keine Punkte. Warum auch? Ärgerlich. So, da ist auch wieder die Dead Space 3 Werbung. Uncut. Passt perfekt zum Spiel, muss ich sagen. Ja, und ich packe euch den Link in die Beschreibung. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten App Review. Also macht's gut, auf Wiedersehen.